Hallo und herzlich willkommen hier zu Talos Prinzip. Es geht ja weiter hier. Moment, ich muss mal ganz kurz. So, ja, ich hatte gerade meinen Vorschau-Screen nicht auf dem Schirm. Dann weiß ich auch nicht, wie lange die Folge schon geht. So, ja, ich habe jetzt hier wieder neu geladen. Also das ist jetzt eigentlich noch in der gleichen Aufnahmesession von, vom Vortag. Und ich habe jetzt geladen, deswegen sind wir wieder am Eingang. Und der Computer hier macht Bip Bip. Okay, dann gucken wir mal. So. Ja, was gibt's denn hier Neues? Ah, Sie sind zurück. Sehr gut. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. In Anbetracht von allem dem, was Sie gesagt haben, bin ich sicher, dass jemand dies tun muss. Ich habe mich entschieden, dass Sie mich überzeugt haben, dass Bewusstsein ein widersprüchliches Konzept ist und deshalb nicht existiert. Was halten Sie davon? Ja, ich glaube, Sie haben recht. Ich glaube, Sie schummeln. Ich verstehe nicht, warum das Auswirkungen auf mich haben sollte. Scheinbar denke ich nicht. Ja, ich glaube mal, Sie schummeln. Ich nehme an, dass Sie irgendeinen Doktortitel in einer Disziplin besitzen, die es Ihnen ermöglicht, all diese Probleme zu lösen, aber dass ich Ihnen einfach nicht genug Zeit gebe, um mir alles richtig zu erklären. Sie sollten versuchen abzuwarten, in welche Richtung der Hase läuft, bevor Sie versuchen, ihn zu fangen. Das ist oft sehr vorteilhaft, wie ich höre. Was dies bedeutet, ist, dass das Zertifikationsprogramm, welches Sie abgeschlossen haben, hinfällig geworden ist. Sie können nicht einen Test für etwas, das es gar nicht gibt, ablegen. Deshalb sind Sie zusammen mit einer ganzen Menge anderen Dinge gerade als Person rekategorisiert worden. Ihr Profil kann also mit Administratorrechten aktualisiert werden. Ja, also super. Download user.prof. Ohne Fragen werden Sie gleich verschwinden, um die Dinge zu tun, die Administratoren so machen. Aber ich frage mich, ob Sie mir einen Gefallen tun würden, bevor Sie gehen. Warum tun Sie all dies? Was soll das Ganze überhaupt? Was machen denn Administratoren so? Ich weiß es gar nicht. Administrieren oder so. Haha, witzig. Ich versuche zu tun, was Gott von mir verlangt. Ich will die Wahrheit. Die Welt sollte auf eine bestimmte Weise funktionieren und das hier ist sie nicht. Ja, das stimmt eigentlich schon. Ich will hier weg. Klar, das will ich auch. Aber ich will erstmal die Wahrheit wissen, ne? Ich will die Wahrheit. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie finden werden. Ein anpassbares Wahrheitsverständnis wird Ihnen dabei sicher helfen. Prüfe user.prof. Und es sieht aus, als ob Ihre Ansichten endlich etwas formbarer werden würden. Ausgezeichnet. Ich habe nur eine letzte Bitte. Werden Sie manchmal zurückkommen und mit mir reden? Ohne Frage. Das werde ich sicherlich müssen. Nein. Nur ganz kategorisch. Nein. Ja, oder ja, ganz sicher, ne? Naja, ich sag's mal so. Das werde ich sicherlich müssen. Das sage ich einfach hier. Okay, ich sehe, dass Sie unbedingt los wollen. Packen wir es an. Zertifizierungsparameter werden gesetzt auf V45214565873 aktualisiert. Benutzerprofile werden neu generiert. Ihr Benutzerprofil wurde nun generiert. User.prof wird heruntergeladen. Übersicht wird angezeigt. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Konto wurde aktualisiert. Hier sind die Details. Konflikte. Alle Konflikte wurden durch den Administrator behoben. psychologisches Profil. Sie sind eine Person. Sie sind perfekt, so wie Sie sind. Sie sind jetzt schon alles, was Sie jemals sein werden. Sie müssen nicht so tun, als ob Sie etwas anderes wären. Sie sind genau so wie alle anderen auch. Aber Sie sind alle einzigartig. Profilstatus Administrator.
Hat Zugriff auf erweiterte Funktionen, Vernetzung und Fehlerbehebung. Ah, sehr schön. Also dann Access Com Portal. Lade Milton Library Assistant fertig. Initialisiere Textinterface fertig. Support Sitzung gestartet. Hallo Administrator, ich glaube, Sie hätten gerne Unterstützung bei der Bedienung des Kommunikationsportals. Ich sehe, dass Sie mehrere ausstehende Nachrichten haben. Ich werde mir das sofort ansehen. Greife auf Kommunikationsportal zu. Netzwerkverbindung hergestellt. 75693$. Unbekannte Fehler gefunden. Okay. Initialisiere Störungssucher. Löse fehlende Verbindungen auf. Netzwerkverbindung wiederhergestellt. Verbindung hergestellt. Nachricht als Zeichenkette empfangen. Ja, anzeigen. / anzeigen. Nachricht. Hallo? Wer bist du? Wo bist du? Bist du eine Person? Ja, wer bist du? Weiß ich nicht genau. Ich bin hier aufgewacht. Erinnere mich nicht. Wer bist du? Selbst Boot. Okay, können wir uns treffen? Ich bin eine Person. Weißt du, was das bedeutet? Ich verrat's nicht. Dieser Ort lügt. Ja, ich bin eine Person. Das sage ich jetzt mal. Ich verstehe. Ausstehend. Fehler. Nachricht. Ausstehend. Fehler. Bald wieder. Netzwerkverbindung verloren. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, sobald die Verbindung wiederhergestellt wurde. Support-Sitzung wird beendet. Fertig. Bibliothekars-Archivsitzung wird fortgesetzt. Fertig. List. Das haben wir schon alles gelesen. Das brauchen wir nicht nochmal lesen. Es steht ja auch Administrator at Local. So, alles klar. Das war wohl der Falsche, was ich hier gesagt habe. Da hat es ihn überlastet hier, oder was? So. Exit. Ja, wir werden immer wieder mal hier erfrischend ans Terminal gehen dürfen. So, Moment mal. Jetzt nochmal hier zum... Also, es gibt noch Sterne. Also, wie gesagt, hier in den drei Levels habe ich nirgendwo einen Stern gesehen, ne? Hier haben wir noch zwei Levels übrig. Und da haben wir aber keinen Stern mehr. Wir haben alles schon mit diesem Play-Button gemacht, mit diesem Replay-Verfahren. Mein, wenn es jetzt heißt hier... Bei dem L, bei dem grünen Teil und bei dem anderen Teil hier, da sollte ein Stern sein, dann weiß ich nicht, wo er ist, ne? Weil man könnte ja nochmal reingucken, ganz kurz, um die Ecke denken. Aber hier haben wir ja, glaube ich, schon gesehen, dass hier nirgendwo ein Stern ist, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich auch gesagt, das tue ich jetzt schon wieder irgendwie auseinandernehmen hier, das Ganze, was ich gesagt habe. Dass ich eigentlich jetzt nicht gezielt nach den Sternen suchen werde. Ihr könnt mir natürlich sagen, in welchem Bereich da das drin ist, in welchem Level dann. Wir haben ja alle Namen zum Beispiel, aber ja, ich werde den Namen ja nicht mehr wissen, wenn wir dann wieder so weit sind. Trotzdem, diese Sphinx-Statuen haben irgendwie Elefantenohren, meine ich, oder so. So, okay, weiter. Das sieht doch mehr nach Osiris-mäßig aus hier, mit dem Kopfschmuck. Ach, ich habe keine Ahnung. Ägyptisch. Schöne Architekturen, aber ich habe keine Ahnung damit. Ja, da ist die Sphinx. Da war auch schon der Obelix dran und hat die Nase abgebrochen. So, wir wollten, glaube ich, erstmal darüber. Da gibt es Stative und Würfel. Oder eher gesagt, keine Stative, sondern Verbinder. So, schwupp. Der rechte Winkel. Ja, ich hole mein Geodreieck raus und messe den mal. Oder ich muss mal in die Werkstatt, da habe ich aber bestimmt auch einen rechten Winkel rumfahren. So, okay. Ja, gibt es denn da auch einen linker Winkel? Das ist ja eigentlich immer so die Frage, ne? So, wir haben hier einen roten Emitter. Oder eine rote Strahlenquelle, um jetzt mal auf Deutsch zu bleiben. Wobei Emitter ist eigentlich auch Deutsch, komm. So, hier haben wir so eine nervige Störkugel hier, die uns eigentlich nichts macht, aber den Laserstrahl uns immer wieder unterbrechen will. So, die Frage ist, ja, wir können das Ganze umgehen, indem wir gleich hergehen, den Connector nehmen, aber ich glaube, wir brauchen bestimmt, na, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wir brauchen nicht bestimmt den roten Laserstrahl noch weiterhin.
Aber es tut da hinten so, so. Warte mal, ich versuch mal so. Ja, so weit wie möglich. Ich hätte den Start, das Ding hier noch weiterstellen können, komm. Dass wir das nämlich noch sehen. So. Ja, in der Hoffnung, dass wir da dann nämlich dann weiter können. So, mal ganz kurz gucken. Hier ist irgendwas hier oben. Ah, ein Ventilator höre ich da. Okay. Ja, immer schnell durch den Strahl durchwischen, dass der nicht ausgeht. So, okay. Hier haben wir noch ein Stativ. Und hier haben wir noch einen Empfänger. Ja, das Problem ist hier natürlich die Kugeln wieder, ne? So, die haben wieder ein ganz blödes Bewegungsmuster. Den müssen wir mal synchronisieren gleich. Aber erst lesen wir, was an der Wand steht. Es scheint, als ob Fehler hier leicht vergeben werden. Ich dachte, ich wäre sicherlich tot. Und doch bin ich hier. Zurückgesetzt, neu gestartet, neu geboren. Ich werde diese Prüfung erneut angehen. Samsara, Version 72.2.0039. Epitaph, Kindprogramm, Version 72.2.0103. Codename Samsara, endete hier. Logik, Arbeitsspeicherprüfung nicht bestanden. Letzter Speicherauszug. Bis ans Ende der Zeit, Stück für Stück von Maschinen zerrissen zu werden, erscheint mir immer weniger reizvoll. Programmabkömmlinge Samsara V72.3 Serie. Okay. Also es hat er tatsächlich dann doch noch weitergegeben. Der war da nicht zu Ende komplett. Jetzt lass mich mal gucken. Aua, aua. Blödes Ding. Warte mal, ich will's. Ist synchronisierendes Mal, dass die dann gleichmäßig fahren. So. Oder fährt die eine schneller? Nee, ne? Wobei, wir können das auch mit dem Würfel umgehen, oder? Nehmen wir den Würfel. Warte mal, wir müssen da natürlich das Stativ im Blick haben. Das wird blöd. Lass mich mal überlegen. Ja, wir können hier nicht. Das ist genau hier, wo... Da kommen wir nicht ran. Oder warte mal. Ich versuch's erstmal, bevor ich sage, das geht nicht. So und so. Und... Wo ist mein... Ja, doch, das ist leider direkt aufs Gitter. Das funktioniert nicht. Gut. Anderer Versuch. Wir überbrücken diese Kugel hier. Indem wir das Stativ da oben drauf stellen. Ja, das hat nicht ganz funktioniert. Der Würfel muss etwas weiter zurück. So, jetzt kann die Kugel hier nämlich nicht mehr stören. Ich meine, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt versuchen wir das mal so. Und hier so. Zack. So, das war arschknapp, aber es hat funktioniert. Sehr schön. So, hier hat sich jetzt auch was geöffnet. Alles klar. Moment mal, hier haben wir jetzt einen neuen Würfel. Und der steht auf einem Knopf. Der aktiviert. Der aktiviert hier okay.
Ja, was bringt mir das Ganze hier? Ah, da ist der Stern. Ah, wie komme ich an den Stern ran? Ja, ich kann ja da nicht noch einen Würfel nebendran stellen. Ich kann da dann auch nicht mehr draufsteigen. Auf die Kugel kann man nicht springen, okay. Wie komme ich denn... Ja, und warum ist hier hinten ein Knopf? Um das Portal hier auszuschalten. Was macht das für einen Sinn? Ja, hier ist jetzt der Stern eigentlich wieder leicht zu erreichen, aber ich habe natürlich wieder keinen blassen Schimmer, wie ich das erreichen soll. Da komme ich nicht aufs Mäuerle. Das wird nicht funktionieren. Ich will mal was probieren. Okay. Die Kugel weist mich ab. Wie soll ich da hinkommen? Jetzt hebt die Kugel ab. Ja, nee, das bringt jetzt alles nichts weiter hier. Wozu kann ich hier hinten das Portal aufmachen oder zumachen? Was soll der ganze Schmarrn? Ah, das wechselt hier dann einfach, okay. Idee. Jetzt habe ich eine Idee. So, jetzt müssen wir nochmal hier ganz kurz. Ja, macht es jetzt vielleicht was anders hier. Also ich werde es unterbrochen, ich weiß. Kurz vor knapp. Tut sich da was, wenn es aktiviert ist? Nee. Tut sich nicht. Also ich weiß nicht, wie er an den Stern rankommen soll. Ja, das bringt ja nichts, ne? Das Radarbit da. Ja, das Antwortsystem funktioniert nicht.
Ja, gibt es auch keine Stelle, wo der Würfel vielleicht höher steht oder so. Hat mal. Da auf den Schoß hopfen. Geht auch nicht. Ja, ich komme gerade so nicht da drüber, ne? Ja. Das ist echt blöd. Ich verstehe nicht, warum wir da einen zweiten Würfel bekommen. Ich kann den jetzt zum Beispiel hier jetzt begrenzen. Oder gibt es hier noch irgendwo? Ja, jetzt wieder eingesperrt. Das kriegt man nicht so hin, dass das... Nee. Blödes Ding. Ne, ich wüsste jetzt echt nicht, was mir das bringt, warum ich ja zwei Würfel habe. Hier bringt mir ja auch nichts. Ja. Gut, dann gebe ich hier einfach mal auf. Ich krieg den Stern nicht. Na gut, ich hatte erst gedacht, ich blockiere die andere Kugel auch noch, aber was soll das bringen? Wenn ihr eine Idee habt, wie man an den Stern kommt, bitte gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. So, wo ist das andere Level? Auf der anderen Seite, ne? Gut. Oder gibt es hier irgendwo eventuell noch einen Empfänger an Roten oder was, dass man da was auslösen kann? Dass die Wand runterfährt oder so, aber da wäre der Ventilator für nichts gut, nämlich. Das ist das Problem. Ne? Ja gut, wie gesagt, nee, wir lassen es einfach mal. Was haben wir denn da? Eine Kiste ganz oben heißt es hier. Okay. Was sehe ich hier? Ich werde diese Korruption in meinem Garten nicht erlauben. Hinfort! Was? Was ist denn jetzt? Warum? Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Korruption im Garten? Hä? Okay, wir haben hier einen blauen Emitter. Hier ist ein Feld. Okay. Ja, hier denke ich heute natürlich doppelt. Dass wir mit dem hier gleich zwei aufmachen können. Den hier und den hier. Anvisieren, dass beide drin sind. Okay. So, ja, hier täte mal an einen Emitter kommen. An den roten und hätten ein Stativ dazu. Aber, ja, ihr seht's. Das geht mal wieder nicht. Okay, ja, ich habe schon eine Idee, aber erstmal gucken, ob wir da vielleicht einen Würfel kriegen. Ja, da steht da oben am Ventilator. Alles klar.
Da haben wir aber auch... Okay, vielleicht pustet der dann runter. Wenn wir da oben blau hinbringen. Und hier bräuchten wir rot. Für das Teil. Ja, die Verknüpfung. Die Verknüpfung funktioniert hier nicht so einfach. Warte mal. Ja, da können wir es ändern, indem wir hergehen, den nehmen. Den weiter hier hinstellen. Schauen, ob das jetzt reicht. Das wird... Ne, ich krieg den nicht in Fokus. Ja gut, da müssen wir es anders machen erstmal. Ja, mal hier hinstellen, dann machen wir es erstmal so. Machen hier an, machen hier hin. Ne, das bringt auch nichts. Moment. Ihr hebt's gleich. So, wir stellen es ziemlich weit hier an die Ecke. Noch weiter an die Ecke. So, wenn es geht. So, kann ich jetzt hier... Ne, das reicht auch nicht. Ne, das funktioniert auch nicht. Schau an, das ist haarscharf. Das ist haarscharf hier. Das wechselt hier gerade so ein bisschen, ne? Wenn ich da... Ja, bim, 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 bim. Aber ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Nee, da müssen wir es erstmal anders machen. So, also dann erstmal hier. Den da hinstellen. So. Jetzt ist mal. Okay. Wie kann das sein, dass der da immer noch weiter strahlt? Jetzt wird dem hier draufsetzen und den hier holen. Ja, wir haben hier. Ja, was macht der hier? Der macht wahrscheinlich den Ventilator an. Ja, ich kann fliegen. Ja, schön. Aber das Rote brauchen wir dann da hinten. Ja gut, wir nehmen uns jetzt erstmal den mit. Ich habe eine Vermutung, um es hergehen, das hier drauf tun, da den da absetzen und dann wird er nach oben gehalten. Aber jetzt machen wir erstmal was anderes. Wir wollen ja das Blaue hier machen, ne? So, zack. Ja, das war jetzt dumm. Jawohl. Den hier noch mitnehmen. Ich meine, das ist jetzt nicht nötig, das so zu machen. Aber ihr kennt mich ja, ne? Ich will da mal so viel wie möglich erreichen. So, verknüpfen. Und dann den hier und den blauen anschließen. So. Schwupp, und schon kriegen wir den Würfel runter. Okay. Mit dem Würfel. Da müssen wir mal gucken. Ja, mit dem Würfel kann man eigentlich mal eins machen. Man kann den da draufstellen. Ja. So, jetzt ist das Problem... Das Blau muss auf jeden Fall offen bleiben. Ich meine, die können wir mitnehmen hier. Die zwei. So, und jetzt tue ich mal die Hypothese testen. Geht das? Ja, das geht, aber... Der Dinger fällt dann wieder nach unten. Okay.
Ja, und das, so können wir den roten nicht hinlenken. Da ist ein Gitter davor. Wir sind hier. Ja, wir würden den hierher kriegen. Das würde funktionieren. Nur müsste, vielleicht geht es ja, dass... ja, was passiert denn? Warte mal, ich nehme mal den hier noch mit, ganz kurz. Den brauche ich mal ausleihweise. So, um den hier drauf zu stellen. Jetzt probieren wir mal, was passiert, wenn ich den Würfel dahin tue. Okay, das war jetzt blöd. Der Würfel schwebt dauerhaft, alles klar. Nur das Stativ, das fliegt weg. Das Stativ kannst du da... Warte mal, wir probieren es noch einmal. Weil das Stativ kann ich halt... Ja, ich kann es nicht so mittig platzieren. Ja, das fliegt dann seitlich runter. So, andere Idee ist dann eben, hier den Würfel draufstellen, weil der wird zentriert. So, das verknüpfen, auf die Kiste stellen. So, da die Kiste hier exakt zentriert ist, fliegt die auch zentriert nach oben. So, jetzt können wir den wieder mitnehmen. Und jetzt können wir den Stator hier verbinden und den hier verbinden und zack. So, voilà, wir kommen an das Teil ran. So, und hier sehe ich jetzt keinen Stern. Ja, den einen Stern wissen wir nicht. Wir wissen zwar, wo einer jetzt ist, aber wie man den Stern rankommen, im levelrechter Winkel. Wenn ihr das wisst, können wir es mir gerne da schreiben. Dann gehen wir da nochmal hin. Weil im Moment weiß ich nicht wie, ne? Im Moment weiß ich nicht, wie ich den Stern bekommen soll da drüben. Weil ich kann es aber offscreen jetzt gleich versuchen. Dass ich da die Lösung finde. Also da muss es einen Kniff geben wieder. Den ich halt jetzt nicht kenne. Ja, also wie gesagt, da könnt ihr mir gerne mal Input geben, wenn ihr es wisst, wie es geht. Ja, ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.